Liebe Studierende, hier nun der Versuch einer anschaulichen Diskussion, wie man auf die Rotation eines Vektorfeldes gelangt, wenn man sich das Linienintegral eines Vektorfeldes anschaut über einen geschlossenen Weg. Wir betrachten also diese kartesischen Koordinaten, die x-, y- und z-Achse. Und um die Diskussion zu vereinfachen, betrachten wir die folgende Situation nur in der xy-Ebene. Also alles liegt in der xy-Ebene, das heißt, dieser geschlossene Weg liegt in der xy-Ebene. Und wir betrachten jetzt ein Vektorfeld, das auch nur Komponenten in dieser Ebene hat. Das heißt, wir bewegen uns jetzt einfach in der Ebene z gleich 0. Das vereinfacht, wie gesagt, die Diskussion. Und nun betrachten wir eben das Wegintegral eines Vektorfeldes v, also wir haben wieder ein Vektorfeld v, das abhängt von den Koordinaten x, y und z gleich 0. Stelle z gleich 0, da schreibe ich jetzt Nummern als Funktion von x und y hin, das bedeutet eben, dass wir uns in dieser Ebene bewegen. Und ich kann nun die Vektoren an verschiedenen Stellen, das Vektorfeld an verschiedenen Stellen auswerten. Und wir betrachten uns diesen speziellen Weg. Das ist ein kleiner Schritt zuerst in Richtung dx. Das heißt, das Linienelement bei Verschiebung in diese Richtung wäre also gerade ds bzw. dx-Verschiebung in x-Richtung ist also einfach die Länge der Verschiebung mal Einheitsvektor in x-Richtung. Und genauso gilt bei Verschiebung in dieser Richtung, in reiner y-Richtung, ist das Linienelement gegeben durch die Länge der Verschiebung. Das ist gerade ein infinitesimaler kleiner Schritt y in die y-Richtung mal Einheitsvektor in y-Richtung. Und was wir berechnen wollen, ist eben die Summe aller Skalarprodukte zwischen Vektorfeld an einer bestimmten Stelle mal Verschiebung. Schauen wir uns also den ersten Schritt an. Beim ersten Schritt wollen wir uns berechnen, was ist das Skalarprodukt zwischen dem Vektor v1 mal Verschiebung dx. Das ist also v1 mal dx, das ist die Richtung und die Länge der Verschiebung ist dx. Jetzt v1 mal x, der Vektor ausgewertet oder das Vektorfeld ausgewertet an dieser Stelle. Skalarprodukt mit Einheitsvektor in x-Richtung, das ergibt gerade die x-Komponente des Vektors an dieser Stelle. Das ist also v1 x-Komponente, das ist ein Skalar, mal dx. Und das bedeutet, aber v1 ist gerade der Vektor oder das Vektorfeld ausgewertet, also die x-Komponente des Vektorfeldes ausgewertet an der Stelle x. Und y, das ist unsere Start. Das ist unser Startpunkt. Genauso kann ich mir berechnen jetzt, was ist das Skalarprodukt des Vektorfeldes bei Verschiebung in diese Richtung. Also hier hat man diese Richtung. Wir gehen diesen Weg. Wir berechnen uns also v2 mal, wir können auch sagen, das ist die Verschiebung dx1, um das klarzustellen. Das ist also v2 mal Einheitsvektor in y-Richtung mal Länge der y. Das ist ja gerade die Verschiebung. Das ist also die y-Komponente des Vektors v2. Das Skalarprodukt mit einem Einheitsvektor gibt gerade seine Komponente in diese Richtung mal der y. Und das bedeutet, das ist die y-Komponente von v2 und v2 ist das Vektorfeld ausgewertet an der Stelle x plus dx. Jetzt sind wir an dieser Stelle x plus dx und an der Stelle y. Dann können wir berechnen, dritter Schritt. Also was ist das Skalarprodukt zwischen v3 und dx3? dx3 ist also die Verschiebung in diese Richtung mit Länge dx, aber jetzt in die negative Einheitsrichtung x. Das ist also v3 mal minus ex,
also dx3 in diese Richtung. Und die Länge der Verschiebung ist gerade wiederum dx. Das ergibt, ähnliche Überlegung wie oben, das ist die x-Komponente minus und ausgewertet an dieser Stelle, das heißt, es ist ausgewertet an der Stelle x und an der Stelle y plus dy. Also minus vx ausgewertet an der Stelle x und ausgewertet an der Stelle y plus dy. Und schließlich, habe ich hier nicht eingezeichnet, gibt es auch einen vierten Schritt. Das wäre noch v4 mal dy. Jetzt schreibe ich da 4. Ist auch nicht ganz einheitlich die Nummerierung, aber ich hoffe, es ist jetzt klar, was gemeint ist. Das ist die Verschiebung in diese Richtung. Ergibt dann mit ähnlichen Überlegungen. Das ist minus ey und Länge der Verschiebung ist ey. Das ergibt dann minus vy ausgewertet an dieser Stelle y und x. Und damit folgt die Summe über alle diese Teilschritte. Das wäre ja auch, das entspricht dem Integral über den geschlossenen Weg von v mal ds. In diesem Falle, für diese infinitesimalen Schritte, ist das einfach die Summe von i gleich 1 bis 4 vi mal dsi. Und jetzt müssen wir einfach einsetzen. Und wenn wir jetzt alle Terme einsetzen, sehen wir, dass sich Folgendes ergibt. Wir kriegen Terme, wo wir Vx-Komponenten haben, nämlich hier und hier, und Terme, wo wir Vy-Komponenten haben. Also fassen wir die zusammen. Es steht zum Beispiel Vx von x und y. Hier steht minus Vx von x und y plus dy. Multipliziert mit der Verschiebung dx, das hatte ich hier noch vergessen, das muss man hier noch dazu schreiben, pardon. Plus, jetzt fassen wir die y-Komponenten zusammen, hier haben wir eine y-Komponente und hier, hier steht also vy ausgewertet an der Stelle x plus dx und y minus y-Komponente ausgewertet an der Stelle x und y mal dy. Wenn wir uns das anschauen, dann ist es gerade wieder gegeben, das ist gerade die partielle Ableitung der y-Komponente nach x mal dx. Weil die Ableitung ist ja gegeben als Funktion ausgewertet an x plus dx minus die Funktion ausgewertet an dx, an x dividiert durch dx. Deswegen ist das gerade die Ableitung mal Schrittlänge. Genauso gilt die Überlegung hier, das ist minus. Das ist minus die Ableitung nach y der x-Komponente mal dx. Schrittlänge dy. Also Ableitung der x-Komponente nach y mal dy, das ist gerade diese Differenz. Das ist gerade die absolute Änderung des Vektors, wenn man von y nach y plus dy geht. Und wenn man das jetzt zusammenfasst, sieht man, dass sich ergibt, diese Summe oder das Integral ist, alle Terme zusammengefasst, ist dvy nach dx minus dvx nach dy mal dx mal dy. Was ich jetzt noch mache, jetzt füge ich hier ein, einfach
die 1. Die 1 kriege ich, indem ich einfach den Einheitsvektor in Z-Richtung mit sich selbst multipliziere. Und jetzt sehe ich, wenn ich das zusammenfasse, das ist gerade der Flächenvektor, der senkrecht auf diese infinitesimal kleine Fläche steht und in die Z-Richtung zeigt. Und das hier, diese Differenz der Ableitungen mal EZ, ist gerade die Rotation des Vektors V, also Gradientkreuz V. Und damit sieht man, dass ich so ein Linienintegral aufschreiben kann, auch als Rotation mal Flächenintegral. Daraus folgt also im Allgemeinen, ein Linienintegral eines Vektorfeldes über eine geschlossene Linie kann ich auch schreiben als das Integral über die Oberfläche, die gesamte Oberfläche der Rotation des Vektorfeldes mal Flächenelement. Nun, in drei Dimensionen, wenn wir die Ebene hier irgendwie in den Raum hineinlegen, dann ergeben sich auch andere Terme. Das ist der Spezialfall der Rotation, wenn eben alle Z-Komponenten 0 sind. Das kann man sich leicht überlegen, wenn man eben hinschreibt, dass der Vektor hier keine Z-Komponente hat. Aber damit hätten wir es eigentlich anhand dieser infinitesimal kleinen Schlaufe gezeigt.